Ja, so, hallo ihr Lieben. Ich zeige euch jetzt meine BR185 mit dem 185.2 Sound von ESO. Hier ist ein ESO Log Sound 4 Sound Decoder drinnen. Ich glaube, das habe ich eher schon mal gezeigt von der Log, aber ich habe das jetzt angepasst ein bisschen. Habe auch mit der Bordcomputerstimme von der 185er die Federspeicherbremse so gemacht, wie es bei meinen 11, 16 Taurus und so weiter auch ist. Habe auch eine PZB und eine Sifa gemacht auf Basis von meinem 11, 16 Taurus und also eigentlich auf Basis von all meinen Sifa Sounds von den ÖBB-Lokomotiven. Ob es jetzt da 100% korrekt ist, das bezweifle ich zwar, aber mir gefällt diese Variante einfach am besten und deswegen habe ich sie einfach mal so gelassen. Das sind die Meldungen eben von ISO von der BR185 drin, beziehungsweise auch von der BR101. Und die Funktionen sind prinzipiell eigentlich eh gleich wie bei den anderen, die SIFA, PZB. Auch die Federspeicherbremse ist jetzt eben so drinnen. Da kommt einfach nur eben, da ist dieselbe Funktion mit der Federspeicherbremse wie bei den anderen Loks, die das haben, nur eben mit der männlichen Bordcomputerstimme von der BR101 oder 185. Das ist eigentlich von ESU das komplette Projekt. Ich habe nur eine Ansage von mir mit drinnen und die Türgeräusche habe ich von den ÖBB, von den ÖBB Passagierwaggons genommen. Da habe ich den Doppelstock, den Wiesel drauf, die Eurofima und dass mir das einfällt, von den City Shuttle Wagen habe ich auch die Türgeräusche drauf, also die ÖBB Passagiertürgeräusche halt. Ja, ich würde sagen, wir werden mal aufrüsten, das Maschinchen. Ich habe übrigens die Lok umgebaut. Ich habe jetzt bei ihr das so umgebaut. Ich habe keine Führerstandsbeleuchtung mehr. Also sie sind zwar noch drinnen, die LEDs, aber sie sind nicht aktiviert. Da bräuchte ich dann irgendwann einen Lok Sound 5 Decoder, dass ich das eben so schalten kann, wie ich das gerne hätte. Weil ich brauche ja einen AUX-Ausgang für das Fernlicht. Und zwei andere AUX-Ausgänge brauche ich halt dann auch noch für das getrennt schaltbare Schlusslicht. Und in diesem Fall hier, ja, ein bisschen blöd. Hätte jetzt auch noch einen frei, kann aber dann die Führerstandslichter eben nicht mehr getrennt schalten. Da dachte ich mir, okay, ich lasse das einfach. Warte ab, dass irgendwann vielleicht von ESO ein Log Sound 5 Projekt rauskommt. Und derweil mache ich das mit dem Vierer, so wie es jetzt ist. Und jetzt werden wir mal aufrüsten. Los geht's. Licht auf 8. Maschine ist aufgerüstet, geht relativ schnell bei ihr und relativ unspektakulär. So, hier hinten seht ihr schon mal, das Licht hinten, das Rücklicht ist abgeschaltet. Moment, dass ihr das auch seht. Auf meiner Hand vorne seht ihr, dass das leuchtet, da unten, da leuchten die Scheinwerfer. Und hier hinten ist kein Schlusslicht an, das ist eben jetzt getrennt schaltbar. Jetzt wird das Fernlicht mit aufgedreht vorne, mit dieser kaltweißen LED. Damit ihr das seht, dass es wirklich getrennt schaltbar ist, jetzt drücke ich die Taste 7 und ihr habt gesehen, da hinten, das Schlusslicht ist angegangen und hier vorne seht ihr immer noch, dass das Scheinwerferlicht leuchtet. Jetzt drücke ich mal die Taste 6. Taste 6 ist eben das Schlusslicht aus und beidseitig eben die Scheinwerfer. Ich kann mit der Taste 8 weiterhin das Fernlicht schalten, aber das geht dann halt einfach auf beide Seiten, ja. Da ist so eine Logikschaltung auf der Hauptplatine drauf, damit eben, wenn das weiße Scheinwerferlicht an ist, die Fernlicht-LED auch mit angesprochen wird. Also ihr seht hinten jetzt, es leuchtet das weiße Scheinwerferlicht und vorne auch. Und wenn ich jetzt eben Fernlicht betätige, Taste 8, könnt ihr schon sehen, es geht auf beiden Seiten an. So, wieder aus. 6 auch aus und 7 auch aus, weil das ist gekuppelt. So, jetzt gehen wir mal die ganzen Sounds durch.
Von den Lockhörnern habe ich hier verwendet von ESU, vom neuen, also vom neueren ESU 1116er Projekt, die Lockhörner, weil mir die einfach gut gefallen und ich persönlich finde, die passen auch recht gut zu der Lok hier dazu. Die klingen so. So, kuppeln wir mal. Das war übrigens ein Kuppelgeräusch, ich glaube von der Ludmilla, vom Loxon 5 war das. Ich habe ja einen Tipp bekommen vor ein paar Wochen, wie ich vom Loxon 5 WAV-Dateien direkt in ein Loxon 4 Projekt hineinziehen kann. Das werde ich irgendwann mal auch machen, ein Video darüber, das ist nicht so schwer. Habe einmal zwei, drei Mal suchen müssen, weil ich nämlich die ersten paar Male falsch gesucht habe, aber es geht hineinzuziehen, ohne dass man das extra aufnehmen und schneiden muss über irgendwelche zwei umständliche Programme. Das kann man direkt dann machen. Das Bremsgeräusch ist übrigens dann, was ihr dann später hört, auch von einem Loxon 5 Projekt und zwar einfach direkt ins Loxon 4 hineingezogen mit der Maus und einfach dann anstatt den anderen Samples mit denen ersetzt. Ja, wir gehen weiter, wir machen jetzt mal den Kompressor. Ja, 7 ist eben das Rücklicht, 8 das Fernlicht, 9, das ist glaube ich Sanden, das kommt dann beim Fahren, 10, ist eben meine Lokbremse, da kann ich eben einbremsen und die Lok hat eine Anfallsperre. Das Klicken, was ihr gehört habt, das ist der Richtungsumschalter, den habe ich übrigens vom Herkules genommen, vom Loxon 5 Projekt. Den habe ich mir auch einfach hineingezogen. Warum? Ich finde dieses Klickgeräusch ganz angenehm. Man hört das, was passiert, aber es ist nicht zu lange. Das heißt, ich habe eben ein bisschen mehr Speicherplatz frei. Und ich verwende dasselbe für beide Richtungen. Das reicht für mich persönlich aus. Und mir gefällt es sehr gut, auch wenn es vielleicht nicht zu 100% korrekt ist. Aber das Gute beim Modellbar und auch bei den Sounds ist ja, ich kann hier frei wählen. Also, was das angeht, ist es eine geile Sache, oder? Und es soll zwar meiner Meinung nach schon ziemlich realistisch sein, aber man darf bei solchen Modellen beim Sound auch gerne selbst etwas hineingeben, wenn es einem besser gefällt. Es muss nicht immer alles strikt nach den Vorschriften gehen, auf gut Deutsch. Ja? So, 10, wieder ausschalten. Jetzt ist die Lokbremse gelöst. Und jetzt passiert Folgendes. Hier ist noch nichts aktiviert, auf Shift. Gesehen? Wenn ich auf Fahrstufen gehe, das geht so lange und so oft, bis ich die Federspeicherbremse löse. Das ist dasselbe Prinzip wie bei meinem Taurus, wie bei meinem Herkules, wie bei meinem Vectron Sound. Das ist das haargenau dasselbe. Nur eben mit der BR-185 Stimme, also Bordcomputer Stimme. Wenn ich das jetzt löse mit 16, da habe ich meinen Standard schon. 16 ist bei mir dann immer der Federspeicher, dass ich den lösen kann. Und 19 ist dann die SIFA. Die SIFA habe ich jetzt auch 1:1 übernommen von meinem Vectron eigentlich und habe halt nur die Bordcomputer-Stimme von der 185er stattdessen hereingegeben. Das macht es ein bisschen dynamischer, ein bisschen realistischer. Natürlich ist das alles auf Basis von meinen ÖBB-SIFAs und PZBs. Das wird wahrscheinlich in Deutschland ein wenig anders sein, oder? Also ich glaube zumindest die 30 Sekunden oder in etwa kommen hin, ja. Aber mir reicht das aus vollkommen. Ich bin froh, dass ich überhaupt eine Tiefe für diese Lok jetzt auch habe und das anpassen konnte an meine aktuellsten Standards. Und für euch ist es auch sicherlich was Geiles, weil ja die meisten meiner Zuschauer unsere lieben deutschen Nachbarn sind, habt ihr auch mal wieder eine deutsche Lok zum Schauen und zum Anhören. Weil ich habe sehr viele ÖBB-Lokomotiven hier und euch die auch schon zur Genüge vorgespielt. Und da dachte ich mir, es ist jetzt nicht schlecht, nach dem Ludmilla noch eine deutsche Lok zu zeigen. Dass das nicht zu langweilig wird für euch. Ja, so, wir werden weitermachen mit den Sounds. Eine ÖBB-Ansage habe ich drinnen, dass eben ein Zug durchfährt, ist ein bisschen leise. Und
muss ich nochmal neu machen, die Ansage, weil die ist wirklich verdammt leise. Aber macht nichts. So, die nächste Ansage ist von ESU. Gleis 23, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab. Die nächste auch. Aber Moment, nein, das ist, glaube ich, sogar eine eigene Ansage, die ich gemacht habe. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 eigene DB-Ansagen. Aber ja, ich habe halt auch noch nicht so extrem viel gefunden auf YouTube, weil ich mache das ja alles über YouTube mit den Ansagen und den ganzen Geräuschen. Aber ich finde das ausreichend bis jetzt, weil meistens habe ich ja sowieso ÖBB-Logs und das Projekt von der 185er ist jetzt schon komplett voll. Ich bekomme da nichts mehr hinauf. So, 14, das sind eben die Passagiertüren. Das sind die vom Wiesel, vom Dosto. So, ich kann aber natürlich, ich habe nochmal den Zyklus dabei, so wie bei dem Loxan 5 auch. 14, das ist jetzt aktiv, wie ihr seht, das sind die Türen, die sind offen. Wenn ich jetzt kurz 15 drücke, dann gehen die Türen nochmal auf. So, das ist nur eine Zykluswiederholung über die Share-Funktion. Habe ich euch, glaube ich, schon mal erklärt. Ich glaube, auf das muss ich nicht nochmal eingehen. Machen wir die Türen wieder zu. So, Anversperrung ist jetzt auch weg. Ich würde sagen, wir machen noch die ganzen Soundslots durch, die man so hören kann, und dann fahren wir mal los. So, 18. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Habt gehört, das ist eben von der 185er die Bordcomputerstimme, aber das Klick-Klick, das war vom Taurus einfach nur zum Quittieren von der PZB. Das habe ich einfach gelassen, weil es unkomplizierter ist und es funktioniert. Und ich wollte da jetzt nicht extra irgendwie im Simulator noch nach so ein paar so Sounds schauen. So, da. 20, das kommt nämlich beim Fahren, das ist der Fahrmotorenlüfter. 21 ist das Weichenquietschen. Das ist eben, da habe ich übrigens auch von Loxan 5 die Weichenquietschgeräusche einfach nur hineingezogen. Und beim Fahren werden die abgespielt. 22. Das ist der Trafo-Lüfter. Der kommt auch automatisch beim Fahren, so wie ich in der ersten Fahrstufe bin, also im ersten Loop, kommt dann der automatisch und wird eingeschaltet. Hier kann ich ihn manuell im Stand schalten. 23. Das ist nur das Ventil, 24, eben nur so ein Beep vom Bordcomputer, ja, 25, 26, 27, 28 sind Logikfunktionen. Ich glaube, die muss ich nicht unbedingt zeigen, das sind eher unwichtig, weil es geht ja mehr um die Sounds. So, ja, ich würde sagen, dann werden wir mal losdüsen, diese Fahrstufe. Die Tonleiter von der 185.2 hier von ESU ist vollständig geschwindigkeitsabhängig, egal wie schnell man fährt, die jeweilige Fahrstufe, also der jeweilige Ton kommt automatisch. Ich habe das natürlich alles angepasst. Ich habe jetzt nämlich bei der allerersten Fahrstufe habe ich es so gemacht, dass es bis 4 geht, also bis zur internen Fahrstufe 4, was der Decoder mitzählt, und ab dann immer in Zweiersprüngen. Ich glaube 15 Stufen oder so hat sie, also zumindest ist das von ESU mit dabei. Klingt sehr gut und wir werden jetzt losdüsen. Die Sife werde ich danach auch kommen lassen, dass ihr vorbereitet seid. Danach kommen 2 Frequenzänderungen. Das ist die erste. Das ist die zweite. Thank you.
Und jetzt lasse ich die SIFA alles übernehmen. SIFA quittieren und gleich abschalten. So, jetzt werden wir auf volle Kraft beschleunigen. Ganz schön schnell diese Lok. Jetzt gehen wir auf 50% runter. Jetzt werden wir schauen, dass wir im Bahnhof hier stehen bleiben. Sogar fast perfekt stehen geblieben. Der Zug ist komplett drinnen. Jetzt werden wir noch ein Stückchen vorfahren. So. Ja. Die Lok ist sehr schnell und ihr müsst euch vorstellen, ich habe in den Motoreinstellungen die Maximalgeschwindigkeit bereits auf 80% gestellt. Also um ein Fünftel habe ich sie schon runtergedreht, die Maximalgeschwindigkeit. Und trotzdem zieht die noch immer wie eine Wahnsinnige. Also das ist irre, wie schnell die ist. Aber ein sehr schönes Modell von Rocco, muss man wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Modell. Hat bereits LEDs, leider nur eine 8-Pol-Schnittstelle. Der Platz in dieser Lok ist leider sehr, sehr dürftig, den sucht man hier vergebens. Also der 8-polige Sounddecoder geht sich gerade noch drinnen aus und den Lautsprecher habe ich unten in der Mitte der Lok im Trafokasten verbaut. Das heißt, ich habe den Trafokasten unten ausgeschnitten, habe den Lautsprecher dann eben oben hin einfach direkt draufgeklebt auf den Rahmen und dann eben so einen Schaumstoff dazwischen gegeben, damit eben nicht der ganze Dreck direkt auf den Lautsprecher vom Gleis kommt, weil es gibt ja auch Metallabrieb von den Rädern. Ja. Also die Lok hat auf jeden Fall viel Potenzial. Meiner Meinung nach, finde ich, sollte Rocco aber diese Lok, wenn sie es nicht eh schon haben, technisch nachbessern mit einer Plug-Schnittstelle und für Sound vorbereiten, so wie es auch Pico oft macht, also mit seinen Loks. Denn ich finde diese Lok so sehr, sehr schön. Kann man sich meiner Meinung nach nicht beschweren. Ist sehr, sehr schön gemacht, auch mit den LEDs. Das weiße Scheinwerferlicht ist super gemacht. Und ich finde aber irgendwie schon geil, dass es hier mit kaltweißem Licht das Fernlicht gibt. Ich weiß nicht, ob es das Original auch so hat, das müsstet ihr mir sagen. Aber ich finde es trotzdem sehr genial gemacht, muss man schon sagen.
Das rote Schlusslicht ist natürlich auch LED. Können wir mal anziehen. So. Es streut, wenn ihr da genau hinschaut, ein ganz kleines bisschen ins Spitzensignal hinein, das rote Schlusslicht. Aber das ist jetzt minimal, das stört mich jetzt nicht. So. Ja, eine sehr geile Lok. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir gefällt die sehr gut. Ich werde sie auch jetzt mal wieder draußen stehen lassen. Ich habe jetzt da ja eh auch einen vier Passagierwaggons weggegeben, also wieder eingeräumt, weil mir der Platz einfach fehlt. Dafür lasse ich hier ein paar mehr Lokomotiven stehen, die ich öfter wechseln kann, weil ich möchte auch hin und wieder mal mit dieser Lok fahren oder eben mit der BR-232 oder auch ein paar andere. Also das ist halt einfach ein bisschen blöd mit dem Platz hier, aber ja, das ist einfach so. So. Ja, ich würde sagen, jetzt werden wir noch mal fahren und ich zeige euch jetzt mal das Weichenquietschen. Los geht's. So, mehr Platz für andere Gleisgeräusche habe ich leider nicht mehr am Projekt. Da bräuchte man dann eben schon wirklich einen LokSound 5 Decoder, damit man da ein bisschen mehr Variationen machen kann. Aber trotzdem ein sehr, sehr geiler Sound. Auch der LokSound 4 ist noch immer ein sehr guter Sounddecoder. Also wenn ihr einen LokSound 4 Decoder habt, schmeißt ihn nicht weg, verkauft ihn nicht zu überschnell, denn das ist noch immer ein sehr guter Decoder. Da kann man auch schön sehen, wie extrem schön langsam sie anfährt und bremst. So, jetzt werden wir mal den Rangiermodus einschalten. So, 6 ist gedrückt. Ihr seht vorne Licht, also Scheinwerferlicht, und hinten Scheinwerferlicht. Wir werden das Fernlicht nun abdrehen. Jetzt fährt sie nur noch halb so schnell und sie bremst um ein Drittel schneller. Also statt 30 Sekunden hat sie jetzt eben nur 20 Sekunden Bremsweg, wenn man von maximal runtergehen würde auf 0. Wir werden einfach aufdrehen. Ein Regler und lassen sie beschleunigen. So.
So, und auf null jetzt. Ihr habt schon gesehen, sie hat bei einer kurzen Stelle, nämlich wie dieser Wechsel gekommen ist von der Frequenz runter, habt ihr gesehen, dass sie kurz nicht abgebremst hat. Ich musste das so einstellen, das nennt man dann eben Drive Hold. Das heißt, wenn dieser Sound abgespielt wird, dann hält sie die Geschwindigkeit. Ich musste das machen, weil sie sonst stehen würde, bevor überhaupt die Tonleiter wieder rückwärts abgespielt wird. Und daher hält sie halt einfach mal so ein bisschen die Geschwindigkeit und dann bremst sie vollständig ab. Diesen Trick habe ich auch beim Taurus schon machen müssen. Aber es ist ein bisschen authentischer, wenn eben die Geräusche wirklich dann so kommen, wie sie gehören, auch bis zum Stillstand. Deswegen habe ich das einfach so gelöst und ich habe auch nicht mehr die Option bei mir drinnen, bei meinen Lokomotiven, dass ich mit F6 auch gar keine Beschleunigungs- und Bremsverzögerung mehr habe, sondern eben nur eine normale Beschleunigung und eine verlangsamte Bremsverzögerung. Eben damit es ein bisschen authentischer ist, dafür aber nur halbe Kraft, also halbe Geschwindigkeit. Das habe ich beibehalten. So, wir werden es wieder umschalten. Ja, werden wir die PZB kurz mal zeigen. Das ist bei mir 18. So, jetzt rüsten wir mal ab die Maschine. So, da. Ja, das war mal der Sound von meiner angepassten 185er auf Isolog Sound 4. Ich zeige euch jetzt mal nur kurz, nehmen Sie mal in die Höhe. Da unten in der Mitte, im Trafokasten, seht ihr schon, da wo mein Daumen ist, da habe ich unten ausgeschnitten und da unter diesem Schaumstoff verbirgt sich eben der Lautsprecher. Das ist ein 15x11mm Lautsprecher, ich glaube sogar ein TAMS, der kostet so 5 Euro bei Konrad oder so und der hat auch 8 Ohm und da ist ja so eine Standardschallkapsel mit dabei, also diese transparenten Schallkapseln, was sie haben. Und der Platz in der Lok schaut halt leider wirklich sehr, sehr notdürftig aus. Wenn ich das jetzt da schaffe, nehme ich das Dach mal kurz ab. Aber das ist ein bisschen blöd mit nur einer Hand. Oh, ist ja mühsam. Moment. Oh, hoppla. Nur nichts beschädigen da. Moment, ich muss kurz mal euch abschalten. So, ja, das Dach ist offen. Ihr seht, dass der Platz hier sehr, sehr dürftig ist. Leider ist das so. Moment, ich werde mal kurz das Licht einschalten auf der Kamera. Jawohl. So, ihr seht schon, der 8-Pol-Decoder ist hier drinnen. Isolog Sound 4. Diese zwei Kabel hier, die ihr an den Stirnseiten seht, das ist eben für die Führerstandsbeleuchtung, die habe ich noch gelassen. Das wird erst dann etwas, wenn ich eben einen Lok Sound 5 Decoder irgendwann bekommen sollte. Aber die Lok kann man hier ohne Probleme umbauen auf getrennt schaltbares Licht, auch mit dem 8-Pol Decoder. Dann mal kurz, ich werde eine Pinzette holen. So, ich wollte eigentlich die Lok nicht unbedingt aufmachen, eben weil das so mühsam ist, aber ich dachte mir, okay, zeigen möchte ich euch das trotzdem. So, das Gleis habe ich spannungslos gemacht, damit ich da keinen Kurzschluss verursache versehentlich.
Folgendes, und zwar, ich habe das so umgebastelt jetzt, ja. Ihr seht, hier ist der achtpolige Sounddecoder von ESO drinnen. Das ist der V4. Die 8-Pol-Schnittstelle seht ihr hier und ihr könnt auch da ein violettes Kabel erkennen. Eigentlich ist das hier ein grünes, denn das hier ist das AUX 1, der Pin hier, ja. Also das Grüne wäre eigentlich AUX 1 und geht auf diesen Pin hier runter, ja. Das habe ich aber jetzt anders machen müssen, weil ich nämlich nicht gewusst habe jetzt, ob dieser Decoder beim AUX 3 einen Logikausgang oder einen Powerausgang hat. Beim Logikausgang braucht man eben eine eigene Schaltung auf der Hauptplatine, wenn die eben vorhanden ist, damit man eben zusätzliche Funktionen wie Fernlicht schalten kann. Das geht bei manchen Loks einfach nicht anders. Ja. Vor allem bei den 21 MTC ist das eben so ganz speziell. Deswegen hat ESO beim Loxon 5 auch den 21 MTC Sounddecoder MKL hergestellt, der eben AUX 3 und 4 als Power-Ausgang hat. Also mit denen kann man direkt eine LED zum Beispiel ein-ausschalten. Beim Logikausgang kann man das nicht. Beim Logikausgang leuchtet die LED zum Beispiel permanent und man kann drücken, was man möchte. Und das funktioniert nicht. Da braucht man eben dann eine Logikschaltung dazu, eine passende. Ja, hier könnt ihr auch erkennen, ich musste hier leider das entfernen. Hier war es eben so eine Stütze. Hier war so ein, man könnte sagen, Querträger, der das Gehäuse von hier auf hier verbunden hat. Das musste ich wegschneiden, damit ich eben den Decoder hier hinlegen konnte. Den habe ich da unten am Rahmen mit doppelseitigem Klebeband angeklebt. Was auch wichtig ist, dass ihr wissen solltet, in dem Fall hier ist das gelbe Kabel für das rote Schlusslicht, ja? Und zwar auf beiden Seiten jeweils. Ihr seht hier das gelbe Kabel da hinten. Das gelbe Kabel ist eben die geschaltete Minusleitung für das rote Schlusslicht auf der Seite. Und auf der anderen seht ihr das eh auch. Das ist eh ganz deutlich. Das ist dann eben hier, dieses da. Ja. Eine Sache dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr das auch so nachmachen wollt wie ich. Ja. Und zwar, mir ist etwas passiert. Ich habe einfach den Decoder, also den AUX 1 und AUX 2. Das ist eben hier das grüne AUX 1, das habe ich vom Pin, von dem hier weggenommen. Und AUX 1 ist auf der Lokseite 1, das Schlusslicht richtungsabhängig. Und hier hinten, das hier ist AUX 2. Das AUX 2 kommt immer hier von der Seite weg, da wo die Lautsprecherkabel sind. Ja. Es geht immer von dort hinten weg. Das AUX 2 schaltet mir eben dann hier auf Seite 2, also auf Lokseite 2, das Schlusslicht getrennt und natürlich richtungsabhängig mit einer Taste. Und das hier, da ist eben AUX 3 vorne, Moment. Hier ist AUX 3 und der wiederum, den habe ich mir dann eben ersatzweise dann hier so rüber verlegt auf die 8-polige Schnittstelle und anstelle vom AUX 1 Kabel, also anstatt den grünen, auf den Stecker gelegt. Und da, wo der Stecker drauf ist, da ist eben der Schaltausgang für das Fernlicht. Und irgendwo auf der Hauptplatine ist halt so eine eigene Schaltung. Die geht anscheinend mit Power und mit Logik Ausgängen, dass sie mir eben dann, wenn das Scheinwerferlicht an ist, mir automatisch auch das Fernlicht mit einschaltet. Geht nur in Kombination. Das ist eben so geschaltet über die Hauptplatine. Das ist, glaube ich, sogar dieselbe Hauptplatine, die auch der 1216 Taurus drinnen hat von Rocco. Auch achtpolig. Und auch mit den Widerständen da hier und auch so, dass die LED-Platinen da angeschlossen werden. Wenn ihr das mit den roten LEDs macht, ja, und ihr schaltet sie auch so wie ich getrennt, vergesst bitte eine Sache nicht. Ganz wichtig, einen Vorwiderstand. Denn auf den LED-Platinen sind keine Vorwiderstände drauf. Die sind nämlich hier auf der Hauptplatine drauf. Ja? Und zwar da unter den Kabeln, wenn ihr das seht. Vorne und hinten jeweils. Da sind die Vorwiderstände drunter. Diese SMD-Widerstände. Ich habe ganz einfach nur die Leitungen angelötet auf den AUX 1 und AUX 2, um die Rücklichter schalten zu können, vorne und hinten. Und bin mit der vollen Helligkeit draufgefahren. Und was war das Endergebnis? Ihr könnt natürlich das von euch schon erdenken. Ich habe beide LEDs, rote, zusammengehört damit. Ich habe sie zerstört.
weil ich vergessen habe, dass ich einen Vorwiderstand raufgeben muss. Zum Glück hatte ich noch ein paar SMD-Widerstände zum Tauschen, das ist aber sehr mühselig mit meinem Werkzeug, aber es funktioniert und es läuft jetzt und das nächste Mal passiert mir das nicht mehr, aus dem lernt man. Ist aber sehr mühsam, diese LED-Platinen da auszubauen und eine SMD-LED zu tauschen ohne passenden Werkzeug. Das ist eine Tortur, kann ich euch sagen. Aber es hat funktioniert, ich habe es geschafft. Und ja, danach habe ich natürlich sofort, wie das fertig war, meine erste Amthandlung war, einen Vorwiderstand dazu zu löten. Ich verwende so 0,25 Watt Metallschichtwiderstände, in dem Fall mit 1,5 Kiloohm, das reicht aus. Die werden auch nicht wirklich warm, wenn überhaupt. Und für eine LED ist das ein toller Vorwiderstand. Und für diese super hellen roten SMD-LEDs ist das auch super. Glaubt mir, es ist hell genug noch immer. Und ich habe das hier, glaube ich, sogar auf die Hälfte runtergedrosselt oder sogar noch etwas weniger, vielleicht sogar noch auf ein Drittel die Helligkeit von den roten Rücklichtern auf der Lok. Also das reicht vollkommen aus. Ja, so viel zu meinem Umbau. Und sollte ich irgendwann einen Loxon 5 bekommen für die Lok, dann werde ich hier wahrscheinlich auch die Führerstandslichter noch extra anschließen. Aber das werde ich dann anders machen. Da werde ich dann eben die Führerstandslichter werde ich dann hier mit dem offenen Dach montieren, weil da werde ich dann die Kabel extra legen müssen, dass sie mir nicht auf die Kardanwelle da unten kommen. Das wäre dann nicht dann blöd. Dann reißt zwar nämlich nicht nur einen Kurzschluss, sondern dann zerstöre ich mir auch die Führerstandsbeleuchtungen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen Infos gegeben habt. Und ja, in Zeiten, wo man jetzt zu Hause hocken muss wegen dem scheiß Coronavirus, ist das, glaube ich, nicht schlecht, wenn man sich mit solchen Videos hier die Zeit vertreiben kann, ein bisschen. Ja, und ich möchte euch noch einmal etwas sagen. Das richtet sich vor allem hier in Österreich an die ganzen österreichischen Bürger. Bitte hört mit diesen Hamsterkäufen auf. Wir haben gestern eingekauft und wir kriegen kein Toastbrot daher. Und es geht nicht nur uns so, es geht vielen, vielen anderen auch so. Es wurde schon versichert, dass das gewährleistet ist, die Versorgung. Also bitte hört auf damit. Das ist wirklich nur ein gut gemeinter Tipp und eine Bitte an euch. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Es ist schön und gut, dass ihr eure Vorräte habt, aber ihr seid nicht die Einzigen da draußen. Es gibt noch ein paar andere Menschen auf diesem Planeten. Will man nicht glauben, aber es ist so. Lasst euch nicht immer von den Medien in Panik versetzen. Geht in euch, bleibt ruhig dabei. Haltet euch ganz einfach an diese Regeln, die wir da haben. Und das überstehen wir schon. Fertig. Wir können eh nichts anderes tun. Auch wenn ich persönlich finde, dass das mit dem Covid-19 übertrieben wird, und ich das auch ein bisschen hinterfrage, ob das wirklich so schlimm ist, das Virus. Ja. Ich weiß, manche von euch werden sich jetzt denken, ist der deppert, aber das ist mir wurscht, weil meine Meinung ist einfach so. Ich persönlich finde das ganze Thema übertrieben, weil ich sehe das auch von der Seite, wenn man nach etwas sucht, dann wird man es finden. Und für dieses Covid-19-Virus gibt es Millionen Tests, übertrieben gesagt, ja. Also Leute, wenn ihr nach etwas sucht, werdet ihr es auch garantiert finden. Und so verhält es sich mit dem Virus auch, ja. Also deswegen lasst euch bitte nicht immer in Panik versetzen, ja. Denn wie heißt es so schön? Wer sucht, der findet. Und wenn ich etwas finden will, dann tue ich das. Und in dem Fall heißt es halt einfach Corona. Und ja, da kann ich euch wirklich nur sagen, bitte bleibt ruhig, haltet euch jetzt einfach mal die Zeit, für die das gilt, an diese Ausgangseinschränkungen und dann werden wir das auch schon ganz in Ruhe überstehen miteinander. Es bleibt uns sowieso nichts anderes über. Und wie es mit unseren deutschen Nachbarn ausschaut, verstehe ich auch, warum manche von euch da Bedenken haben, weil es natürlich auch an die Freiheit geht. Das verstehe ich voll und ganz und ich sehe das auch so wie ihr. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht nur eine Art Sozialexperiment ist, was hier läuft. Aber das ist nur eine reine Theorie, das hat nichts mit Fakt zu tun. Aber man sollte alle Richtungen sich erdenken und nicht immer nur alles glauben, was andere sagen. Einfach hinterfragen. So einfach ist das. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ für euch und der Sound gefällt euch gut von der Lok. Ich verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird wahrscheinlich der Herkules mit Esolog Sound 4 sein, mit meinem angepassten. Und eventuell kommt später noch die 2048 mit V100 Sound. Gut, ich wünsche euch was. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch, den 22.03. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.